Das Coronavirus versetzt nicht nur Deutschland in einen Ausnahmezustand, wie wir ihn seit 1945 nicht mehr gesehen haben, sondern das gilt eigentlich für so ziemlich die ganze Welt. Und im heutigen Video will ich mal diesen Ausnahmezustand ein bisschen analysieren und gucken, was könnten sich daraus für Folgewirkungen für die nähere Zukunft ergeben. Und damit herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu dem, was jetzt der Fall ist und vielleicht zu erwarten ist. Schauen wir uns zunächst mal an, was der Fall ist. Hier sehen wir das Hotels, Restaurants, der Handel derzeit praktisch niemand mehr Miete zahlt, gilt für Gewerbeimmobilien. Was bedeutet das? Das ist natürlich gut für diejenigen, die jetzt in finanzielle Bedrängnis kommen. Hotels, die keine Gäste haben, Kosten laufen weiter. Also versucht man qua Rückendeckung durch die Bundesregierung hier jetzt erstmal um diese Zahlungen herumzukommen. Was aber wird das für die Vermieter bedeuten? Da gibt es große Vermieter. Da gibt es kleine Vermieter, da gibt es mittlere Vermieter, die bekommen jetzt kein Einkommen, die bekommen kein Cashflow. Wir haben jetzt vor allem uns über Adidas aufgeregt, das war etwas, was sehr stark durch die Presse gegangen ist. Ein Unternehmen, das immerhin Rekordgewinne erwirtschaftet hat, dann kürzlich beschlossen hat, nochmal über eine Milliarde an die eigenen Aktionäre auszuschütten und dann sagt, naja, wir stoppen jetzt mal erst alle Zahlungen. Zumindest hier in Deutschland sind, so hat Adidas gesagt, nur 26 Läden betroffen. Einige davon oder die meisten davon gehören oder da zahlt man Miete an Großvermieter. Sei es drum, jedenfalls gibt es da so eine Art öffentlicher Sturm gegen Adidas, wie hier Katharina Barley, die sagt, ich kaufe jetzt kein Adidas mehr. Das Gleiche macht aber übrigens Puma, es machen viele, viele andere. Nur ist Adidas ein bisschen vorgeprescht und das ist natürlich ungut. Das dürfte dem Unternehmen sehr schaden. Jedenfalls haben wir jetzt die Frage, wer entschädigt eigentlich die Vermieter? Denn die kriegen auch ein Problem. Das ist also ein Rattenschwanz, eine Kette, die überhaupt nicht zu enden scheint. Das hat auch natürlich derzeit Auswirkungen auf den Immobilienmarkt im Wohnungsbereich. Wir haben derzeit praktisch einen totalen Kollaps von Transaktionen. Es findet eigentlich gar kein Markt mehr statt. Der Markt ist eingefroren und irgendwann muss man diesen Markt wieder auftauen. Und dann ist die Frage, wo finden sich Preise? Zu erwarten ist natürlich, dass jetzt die Immobilienpreise im Wohnungssektor vor allem deutlich fallen dürften. Mindestens, wenn wir jetzt eben eine solche deflationäre Schocksituation haben, wo praktisch die Geldumlaufgeschwindigkeit kollabiert. Firmen nehmen kein Geld mehr ein, zahlen kein Geld mehr. Das heißt, die Umlaufgeschwindigkeit von Geld, die friert ein. Das ist sozusagen dieser deflationäre Schock. Dementsprechend dürften zunächst mal eben die Immobilienpreise stark fallen, was dann wiederum jene in Bedrängnis bringt, die sich verschuldet haben mit solchen Immobilien. Deutsche, die Betongold kaufen wollten, gedacht haben, naja, die Zinsen sind niedrig, das ist ja super, dann kaufe ich eine völlig überteuerte Immobilie in einem Ballungsraum. Jetzt stellt sich raus, der Ballungsraum ist vielleicht nicht die beste Idee und eine Immobilie auf diesem Preisniveau vielleicht auch nicht in diesem Ballungsraum. Jetzt hat man Schulden, gleichzeitig vielleicht Schwierigkeiten mit dem Arbeitsplatz. Das sind Dinge, die uns noch wahnsinnig beschäftigen werden in nächster Zeit. Das führt dazu, dass wir ja in Deutschland hamstern, vor allem Klopapier, die Amerikaner hamstern Waffen vor allem. Das ist natürlich auch ein Warnsignal, die glauben, dass die Geschichte da möglicherweise eskalieren kann. In eine Art Bürgerkrieg, man versucht sozusagen sich mit Waffen davor schon mal provisorisch zu schützen oder im Vorfeld zu schützen. Wir dagegen sitzen eher auf der Toilette. Wenn jemand wahrscheinlich auf unser Grundstück kommt, dann würden wir uns auf die Toilette einsperren und stolz behaupten, wir haben immerhin genug Klopapierrollen. Ist ja auch schon mal was, aber manchen scheint sie auszugehen. Und hier sieht man, dass die Engpässe schon da sind. Hier macht sich ein Fenster auf, welches ich nicht gewollt habe, sei es drum. Das ist also jetzt sozusagen ein neues Problem. Diejenigen, die kein Toilettenpapier mehr haben, die kriegen jetzt das Problem, dass sie irgendwelche anderen Utensilien benutzen und dass die Wasserwirtschaft hier gefährdet. Schauen wir uns nochmal an, was vielleicht relevant ist in Sachen Gesetzeslage. Hier hat Olaf Scholz verkündet, dass Boni steuerfrei jetzt ausgeschüttet werden können von Unternehmen bis zu 1500 Euro. Trifft das alle Branchen? Fragezeichen. Mindestlohn wird erhöht. Wir sehen also, was sich da alles ändert, was sich da massiv bewegt derzeit. Bewegung auch übrigens auf dem Lebensmittelmarkt. Wir sehen, dass Kartoffeln langsam immer teurer werden, nämlich Speisekartoffeln, nicht die Kartoffeln, die sozusagen für Pommes frites vorgesehen sind.
denn die ganzen Kantinen haben zu, es findet keine Gastronomie mehr statt. Dementsprechend ist die Nachfrage nach dieser Art Kartoffeln praktisch gegen Null. Aber die Hamstereffekte haben dafür gesorgt, dass normale Speisekartoffeln durchaus eng werden. Aber schauen wir uns mal an, was eigentlich in Deutschland in Sachen Ernährung der Fall ist. Was haben wir genug, was haben wir nicht genug? Wir haben genug Fleisch. Wir produzieren mehr als das, was wir an Fleisch brauchen, selbst brauchen. Wir produzieren mehr Milch, als wir selber verbrauchen. Wir produzieren mehr Kartoffeln an sich, als wir eigentlich brauchen. Und wir produzieren mehr Zucker, als wir eigentlich brauchen. Aber was wir nicht genügend produzieren, das ist Gemüse, das ist Obst, das sind auch Eier, übrigens ein wichtiger Punkt. Das ist der Honig und das ist vor allem Getreide. Das ist jetzt ein zentraler Faktor, denn dieses Getreide könnte uns nochmal richtig Schwierigkeiten machen. Denn wenn andere ihre Märkte abschließen, so wie das etwa Weißrussland jetzt gesagt hat, wir exportieren kein Getreide mehr. Das ist sozusagen die riesige Gefahr, wenn Getreidelieferanten, wenn die Welt insgesamt das, was sie zu viel hat, was manche Länder zu viel haben, nicht mehr exportieren, weil man sagt, wir müssen vorsorgen. Dann werden wir eine Kette haben von Problemen auch im Ernährungssektor, die wir nicht unterschätzen dürften. Wir sind allerdings als Deutschland jetzt erstmal im Gesundheitswesen gut aufgestellt, vergleichsweise gut aufgestellt. Hier ein Artikel im Business Insider, der sagt, wir haben Deutschland hat eine extrem niedrige Todesrate. Das ist der Fall. Das ist auch der Fall, dass wir eine hohe Testquote haben. Unser Vorteil ist jetzt momentan durchaus der Föderalismus, denn wir haben in den verschiedenen Bundesländern sehr, sehr leistungsfähige Labore. Wir haben nicht ein Zentrallabor wie andere Länder, das sozusagen auch diese Konkurrenz, diese Vielfalt erstickt ein Stück weit und dadurch weniger leistungsfähig ist. Wir sind sehr, sehr stark in Sachen Entwicklung von Tests und schnell eben die Zahl zu erhöhen. Das zeigt sich eben jetzt besonders. Die Amerikaner sind jetzt dabei, erst raufzufahren. Aber wir haben natürlich auch wahnsinnige Schwächen, das muss man auch sagen. Zum Beispiel die Gesundheitsämter hier in Hamburg sind A, überhaupt nicht vernetzt. Das heißt, das Gesundheitsamt Altona weiß überhaupt nichts über das Gesundheitsamt Bergedorf hier in Hamburg, um mal konkret zu werden. Das heißt, da ist null Vernetzung. Da sind IT-Infrastrukturen aus dem 19. Jahrhundert, wie ich aus Erfahrungsberichten weiß. Das heißt, wir haben hier sozusagen einen Mangel an Vernetzung, den wir unbedingt beheben müssen. Aber insgesamt sind wir vor allem im Vergleich zu den Amerikanern noch relativ gut aufgestellt. Schauen wir uns mal jetzt die Lage in den USA an. Trump hat jetzt die Idee aufgegeben, dass man bis Ostern im Grunde diesen Lockdown beenden könnte. Jetzt ist das neue Datum 30. April. Also es wird diesen April auf jeden Fall noch dauern. Trump heute ja mit einer Pressekonferenz hat sich da wieder Scharmützel geliefert mit angeblich Fake News Medien wie CNN. Wir sehen hier zum Beispiel jetzt die Reaktion der Fed. Das ist das, was wir hier oben sehen. Das ist die Bilanzsumme der Fed, jetzt 5,25 Billionen, natürlich massiv und schnell gestiegen. Und das, was nach unten zeigt, das sind die Gewinnschätzungen für das zweite Quartal. Da ist man jetzt bei minus 1,7%. Vorher waren wir bei plus 7,9%. Aber minus 1,7% erscheint mir nach wie vor auch ziemlich optimistisch. Wir haben apropos Fed jetzt nochmal die Situation, dass wir am Freitag ja nochmal in der letzten Stunde so einen doch heftigen Abverkauf hatten. Da ist der Dow Jones, glaube ich, so 800, 900 Punkte gefallen, nachdem er vorher sehr stark gestiegen war. Das liegt auch daran, dass die Fed gesagt hat, wir werden jetzt weniger Treasuries kaufen, weniger Staatsanleihen kaufen, nicht mehr 75, sondern nur noch 60 Milliarden pro Tag, warum auch immer die Bilanzsumme wächst trotzdem. Und wenn wir auf das Marktgeschehen mal schauen, dann sehen wir, dass wir auch im Jahr 2008, wie Goldman zeigt, viele solche massive Rallyes hatten von 9%, 12%, 18%, 19%, wo es also sozusagen nochmal deutlich nach oben ging und bevor es dann eben wieder nach unten ging. Auch das ist diesmal zu erwarten, auch wenn wir Rallyes haben werden. Schauen wir uns vielleicht nochmal einen interessanten Vergleich an mit den Pandemien 1918, nämlich die spanische Grippe 1918, 19. Hier sehen wir, dass der Dow Jones da doch deutlich abverkaufte, hing natürlich auch mit der internationalen Kriegslage zusammen, um sich dann nur sehr schleppend zu erholen. Wir hatten eine Pandemie in 1969 in den USA mit einem Verlust der Aktienmärkte damals bei 36%. Aber der große, große Unterschied ist doch, dass damals eben die Wirtschaft nicht plötzlich lahmgelegt war. Hier sind wir jetzt in einer totalen Schockstarre. Das unterscheidet sich doch deutlich
von dem, was wir gesehen haben. Schauen wir uns nochmal ein paar Charts an, meine Damen und Herren. Was wir hier sehen, ist der Dow Jones. Wir sehen, dass wir uns erholen können. Wir sind im asiatischen Handel zunächst mal negativ reingekommen. Der Nikkei ist um und bei 3% im Minus. Aber Sydney, Australien, das oft so ein Trendsetter ist für das, was dann im europäischen Handel passiert ist oder passiert, zumindest in letzter Zeit. Sydney plus 5% im Plus. Das sind die Dinge, wir sehen heute. Die chinesische Notenbank hat Repo-Anforderungen gesenkt, Singapur hat die Zinsen gesenkt, das alte Spiel hier, wie gesagt, der Dow Jones, schauen wir uns mal an, was der liebe DAX aus der ganzen Geschichte machen wird, da sind wir aktuell bei 9.738, also nach wie vor so doch in Schlagdistanz zur 10.000er Marke, wir schauen an, was oder uns an, was Euro-Dollar hier veranstaltet, da sind wir bei 1.10. 87 waren schon über der 1,11er Marke. Was machte Gold? Da sind wir bei 1612 und das amerikanische Crude Oil, das ist bei 22,39 Dollar. Also das ist die Situation. Wir haben in Deutschland eigentlich bisher noch relativ gut diese Geschichte überstanden. Aber es wird viele Businesses geben, viele Geschäftsmodelle geben, die nicht mehr auf die Füße kommen werden. Wir werden jetzt diese Schockwirkung erst erleben. Wir stehen am Anfang sozusagen von Kollateralschäden, die wir gar nicht ermessen können. Wenn Vermieter kein Geld mehr bekommen, Mieter kein Geld mehr zahlen können, wenn praktische Geschäfte nicht mehr funktionieren, Firmen, die ansonsten jahrzehntelang hervorragend funktioniert haben, nicht mehr funktionieren. Was dann? Das ist die große Frage. Können wir all das mit Staatsgeschenken irgendwie finanzieren, kompensieren, die Notenbanken geben jetzt Gas, sie geben es den Staaten, der Staat gibt es den Leuten, aber man kann zusammenbrechende Lieferketten, wie die Versorgungssituation dann aussehen wird, das kann man mit Geld alleine nicht lösen, da muss man jetzt die richtigen Entscheidungen treffen. Wir sind als Deutschland in einer sehr, sehr wichtigen Situation und wir müssen jetzt gucken, dass wir unsere Stärken uns klar machen, dass wir unsere Schwächen uns ebenfalls klar machen, daran arbeiten. Unsere Schwäche ist vor allem die Digitalisierung, ist vor allem die Vernetzung, ist Geschäftsmodelle zu entwickeln, die auf Digitalität basieren. Das haben wir lange verpasst. Wir sind Produktionsweltmeister, wir produzieren hervorragende Maschinen, Maschinen aber produzieren Daten. Wir müssen sozusagen unser Geschäftsmodell auf diesen Daten, die Maschinen produzieren, aufbauen. Das war sozusagen jetzt ein erster Ein- und Ausblick auf das Geschehene in der neuen Woche an einem Tag, an dem es in Hamburg schneit. Jetzt hat es den ganzen Winter nicht geschneit, ausgerechnet jetzt schneit es. Auch das ist wahrscheinlich irgendwie ein Ausnahmezustand, der fast schon regulär ist in heutigen Zeiten. Jetzt wünsche ich das Allerbeste und sage Servus und Ciao.